heißt, in meinem Wall-Sit setze ich mich gegen die Wand. Meine Lendenwirbelsäule berührt die Wand. Sprunggelenke sind genau unter dem Kniegelenk. 90 Grad Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel. Und ich probiere, meine Oberschenkel minimal rein zu rotieren. Das heißt, ich spüre es in der Innenseite meiner Oberschenkel, in meiner Hamstring-Muskulatur, Wadenmuskulatur und so weiter. Umgekehrt kann man das genauso machen. Das heißt, ich probiere, meine Oberschenkel außen zu rotieren. Dann kommt mein Brustkorb leicht nach oben, Lendenwirbelsäule berührt nicht mehr. Dann spüre ich das Ganze mehr in meinem äußeren Quadrizeps, in meinem Glutmed, äußere Po-Muskulatur. Und so kann ich switchen zwischen meinen Wall-Sit-Varianten. Außenrotation, Quadrizeps mehr, ist anstrengend für die äußere Kette. Innenrotation, kann ausdauernder arbeiten, länger arbeiten. Innere Muskelkette. Ausprobieren.